Oha. Oha. Die CitizenCon ist, glaube ich, gerade angelaufen und die Server sind völlig überlastet. Jungs, da habt ihr echt nichts Gutes gebaut. Wenn nicht mehr der Ladebildschirm anspringt. Idee, klar, wenn ich die kurzen Haare, kann ich auch Ohrenstecker machen, dann sieht man wenigstens was. Das wird nichts. Das wird nix. Das nur auf den US-Server wechseln, wa? Hilft ja nix, dann kann ich auch gleich nochmal die Ohrenstecker basteln. Da, Prozessi. Wo ist er? Star Citizen und abwürgen. Tut mir leid und tschüss. So, der läuft. Launch Game. Auf ein neues. Gehen wir mal auf den US-Server. Bei denen ist ja ganz früh am Morgen, ne? Da werden wahrscheinlich genug kaputte sein, die auch rein wollen. So. Optionen. Ne, haben wir ja alles. So. Naja, korrekter Customizer funktioniert. Also war ich noch gar nicht over eingeloggt, aber er hat mein Mädelchen, wo man. Ah, die Haare sind irgendwie wieder daneben. Ne, da müssen wir nochmal starten. Wo ist er? Gray Hair. Load. Das ist mein normales Outfit. Basteln wir das Haar noch mal um. Weiter, weiter, weiter. Das finde ich eigentlich auch ganz cool.
Und das hier ist noch ein bisschen witziger. Ein bisschen witziger, so. Smug. Ach nee. Warte mal. Das ist das rechte Ohr, ne? Aber ich glaube, beim linken sieht man das besser. Ne. Bisher nur Stecker. Ja. Safe. Alles klar. Accept. Ach, ich wollte doch nicht auf dem EU-Server. Mann, bin ich doof. Das klappt doch wieder nicht. Ich wollte doch auf einen US-Server. Ich wollte doch auf einen US-Server. Nochmal abschießen. Oh Mann. Ja, ich bin noch nicht ganz wach. Abwürgen. Alle guten Dinge sind drei. Ja, es ist ein unbekanntes Windows, weil es kein Windows ist, sondern Linux. Shader brauchen noch so lange. Das ist immer echt krass. Es ging vorher dann. Ja, wohl. Put. So, diesmal will ich US-Server. USA. Wird fertig. Ich habe da einmal den Fehler gemacht, habe vorher gestartet. Dann dauerte sowohl der Ladeprozess als auch das Rendern der Shader. Lange. Mal schauen, ob wir jetzt ein Bein an der Erde kriegen. Wahrscheinlich ist mein Tee gekocht und durch, bevor ich hier das erste Mal online bin. Ja, wie komme ich auch nur auf die Idee, bei der CitizenCon mich einloggen zu wollen? Keine Ahnung, ob in-game irgendein Event stattfindet. Feuerwehr, ich keine Ahnung. So. 99.0. Fertig. Versuchen wir es neu. Ha! Klar, die EU-Server sind völlig überlastet. Weil die CitizenCon ja in Manchester stattfindet und nicht in USA. Na, letztes Jahr war das nicht so heftig, da war um diese Zeit in den USA, haben sie noch alle schön in den Betten geschlummert und die CitizenCon ging ja erst 8 Stunden später los. Oder noch später, weiß ich gar nicht. Los Angeles Time sind glaube ich 8 Stunden, ne? Hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Musik hat schon mal gewechselt. Nur der Login ging doch relativ fix.
So, jetzt habe ich wieder das Problem. Jedes Mal, wenn mein Star Citizen neu startet, das hatte ich im PTU auch schon, muss ich meine Mausbeschleunigung wieder hochdrehen. Der setzte jedes Mal auf Null. So. Neuer Patch, neues Glück. Ich habe mal den Startort geändert. Und zwar, wie man unschwer erkennen kann, bin ich nicht auf Microtech. Draußen ist dunkel, ist ein bisschen schade. Sondern in Ursen auf Crusader. Das hat folgenden Grund. Ich liebe Microtech. Ist gar nichts. Ich liebe auch New Babbage, weil mich das irgendwie an Tarkat City erinnert, so wie ich mich das mir das immer vorgestellt habe. Und als alter Battletech-Fan war das natürlich so, das passte wie die Faust aufs Auge, weil ich auch eigentlich immer Steiner-Piloten gespielt habe. Und ja, aber New Babbage ist halt ein reiner Personen-Spaceport und man muss immer hochfliegen nach Port Tressler und so weiter und so fort, um irgendwas mit Cargo zu kriegen. Das und da ich nicht so der Space Station Friend bin, habe ich beschlossen, das nach Orison umzusiedeln, schweren Herzens. Also wenn ich irgendwann mal ein Häuschen bauen kann, dann baue ich das natürlich auf Microtech. Da gibt es gar nichts. Ist einfach schön da. Aber hier auf Orison gibt es halt den ganzen Frachtkram in der Stadt. Man muss nicht hochfliegen nach Seraphine, sondern man hat hier soweit alles. Ach ja, so. Ich hatte schon mal ausprobiert, wie was wie wo. Aber dachte mir, ich will mal einmal einen Durchlauf machen, wie das ist, wenn man neu startet. Deswegen habe ich mir das Starter-Outfit wieder angezogen. Genauso sieht man aus, wenn man neu spawnt. Gestern schon mal Schiffskomponenten umgebaut und festgestellt, man muss jetzt da ein wenig anders vorgehen. Zum Beispiel Quantum Drive haben alle Size 2 die gleichen Werte. Es gibt da nur einen Unterschied, einen feinen, kleinen Unterschied. Und zwar die Cooling Time, also wie lange das Ding braucht, um wieder einsatzbereit ist nach dem Sprung. Und Hardpoints. Also, wie viel hält er aus? Das ist generell auch eher jetzt mittlerweile das Ausschlagkriterium. Was hält es aus? Wie schnell reagiert es? Wie hoch ist der Energieverbrauch? Und damit auch nee, ich muss erst zum Krankenhaus, beziehungsweise erstmal nach Keltos. So. Multitool kaufen. Man muss also die Komponenten ein klein bisschen anders zusammenstricken als bisher. Ich habe bisher meinen Frachter immer vollkommen auf Schnelligkeit getrimmt. Und Militärtechnik eingebaut, Grade A. Hauptsache schnell, egal wie viel, egal was für eine Glühkerze ich bin, wenn ich alles anschmeiße. Da habe ich ein wenig umgedacht. Jetzt also eine Mischung aus Militärtechnik, Industrietechnik und Civilian drinne. Ein bisschen geguckt, nachdem. Also, die haben das alles umgebaut. Man muss da sich neu einfuchsen. So, Keltos ist da drüben. Und mal einen leichten lockeren Dauerlauf einlegen hier. Kann man ein bisschen schneller. Genau. Sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Oh. Och nö. Also das ist auch, der Client läuft definitiv instabiler als vorher.
Bum. Die Schuh. Oh, nee. Ein 30k. ja, sie sind weg. Sie sind zurück. Ist die Frage, lag das an meinem Netzwerk oder lag das... Nee, ist eigentlich alles da. Oder lag's am Spiel? Also ich bezweifle fast, dass ich das machen kann. Nö, es war eindeutig ein 30k vom Server, sonst hätte ich hier jetzt den Hinweis, ich kann den Server nicht wechseln. Nur hat den Vorteil beim frischen Server. Also die 30k Recovery, entweder haben sie abgeschaltet oder sie funktioniert gerade nicht. Sind sowieso einige Bugs wieder aufgetaucht, die sie am Anfang des PTUs dann schön gefixt hatten. Sind alle wieder da. Also die haben den Patch ein bisschen schnell durchgepeitscht. Hat ihm nicht gut getan. Definitiv nicht gut getan. Ich hatte schon am Anfang, als die Wave 1 startete, gesagt, oh, der läuft aber gut für eine Wave 1. Aber irgendwie haben sie den anscheinend dann noch verschlimmbessert. So nach dem Motto, muss raus, muss raus, muss raus. Klar, CitizenCon steht vor der Tür. Haben sie am Donnerstag rausgeknallt, das Ding. Donnerstagnacht. Also Donnerstag auf Freitagnacht. Ich gehe davon aus, da kommt ziemlich schnell ein Hotfix hinterher. Das haben sie beim letzten Patch schon so gemacht, dass die unheimlich schnell rausgedrückt haben. Also ob das so eine gute Taktik ist, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also die Neuerungen da sind teilweise cool. Also ich muss sagen, bei der Raft, alle jaulen sehr rum. Oh, Schiffe genervt, Schiffe genervt, Schiffe genervt. Also die Raft haben sie getuned. Die ist schneller als vorher, hat wesentlich kräftigere Booster. Die Steuerdüsen reagieren viel besser als beim letzten Patch. Also die waren zu schwach. Die Boost-Dauer ist, glaube ich, länger. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Im Nav-Mode wird sie richtig schnell, also auch in der Atmosphäre. Ne? Vorher war das echt lahmarschig, das Ding in der Atmosphäre. Im All konnte sie schnell werden, aber in der Atmosphäre war das echt super lahm, das Teil. Das ist wesentlich besser geworden. Also da muss ich sagen, und mit dem dritten zusätzlichen Schild, also die hat halt einen dritten zusätzlichen Schild gekriegt. Die hatte vorher zwei Size 2 Schilde, jetzt hatte drei Size 2 Schilde. Ist also, was das angeht, auch anders. Gut, die Komponenten sind jetzt anders. Also da weiß ich nicht, inwieweit die Werte jetzt gleich sind, habe ich nicht verglichen. Oder ob das eine Verbesserung ist. Aber es ist schon mal besser, wenn man drei Schilde hat. Wenn einem einer kaputt geschossen wird, dann ist nicht gleich die Hälfte weg, sondern nur ein Drittel. Also je mehr das verteilt ist, desto cool. Besser ist das eigentlich für die Haltbarkeit im Kampf. Ich meine nicht, dass ich kämpfen will, aber man wird ja doch durchaus mal angegriffen. Also muss ich sagen, die Raft haben sie verbessert. Und die Head-Up-Displays gefallen mir richtig gut bei der Raft, die neuen. Beziehungsweise die MFDs meine ich. Das Head-Up-Display ist auch gut, also ist schön aufgeräumt jetzt. Man muss sich jetzt ein bisschen dran gewöhnen, dass alles ein bisschen woanders ist, aber das ist nicht weiter wild. So, auf ein neues. Jo! Ach scheiße, ich habe glaube ich einen Fehler gemacht. Ich hätte den Client... Ne, ich war ja komplett raus, ne? Ja. Oh.
Oh, ich glaube, das ist schon wieder einer. Das riecht verdammt danach, als wenn einer die Dinger triggert. Da hat wieder irgendein Spieler rausgefunden, wie man den Server killt. Oder ist das diesmal doch mal ein Client? Boah, jetzt ist es komplett eingefroren. Nee, geht doch. Nee, das hat da jetzt mal, glaube ich, mein Client zerlegt. Schön ist, ich wüsste, wo meine Maus ist. Juhuhu. Dies ist ein Wochenende. So, jetzt knittern wir den hier auch mal. Nee, den brauchen wir nicht wegknallen. So. Ein drittes und letztes Mal. Und dann gebe ich mich geschlagen. Die Hornet ist auch okay. Das, wie gesagt, sind ja meine beiden Hauptschiffe. Also der Rest ist ja Dreingabe sozusagen. Ich habe es ja so vom Gameplay her, dass mein Charakter nur diese beiden Schiffe besitzt und die anderen Schiffe, die ich als Steuereinheit sozusagen besitze, das sind halt Schiffe, die ich mir von ehemaligen Kameraden, Bekannten, so guten Connections leihen kann. So. Nee. Das war tatsächlich wieder ein 30k, sonst würde ich jetzt. Ah nee, unavailable. Nee, Server Sale Change ist unavailable. Also ist klar. Also hat es mein Client zerlegt. Na, das ist aber ein. Eine Crash-Partie. Crash-Party schon eher. Ja, dann kann man ein bisschen drüber sinnieren. Also ich habe gestern schon ein bisschen was ausprobiert. Was sie bei der Raft definitiv geändert haben, ist entweder, dass der Quantum Drive drastisch mehr verbraucht, was ich allerdings nicht glaube. Weil die Hornet zum Beispiel kommt jetzt weiter. Also ich habe wesentlich mehr Reserve im Tank, wenn ich von Microtech nach Crusader fliege oder andersrum halt. Von Microtech zum Pyrosprungpunkt konnte ich, glaube ich, sogar schon vergessen vorher. Das geht jetzt auch noch. Aber meine Raf, die hat ja vorher einen riesen Quantum-Tank gehabt, Quantum-Fuel-Tank, und da musste ich mir gar keinen Kopf drum machen. Also da konnte ich, glaube ich, über 20 Mal die längste Strecke fliegen, quer durch Stanton von einem Sprungpunkt zum nächsten da. Diese, weiß ich nicht wie viel, über, also 112 Millionen oder Milliarden Kilometer sind das, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Also diese ganz lange Strecke. Und jetzt ist es so, dass ich von Crusader nach Microtech fliege, wo sich vorher diese Tankanzeige nicht mehr bewegt hat. Oder kaum. Ist jetzt ein bisschen mehr als ein Viertel Tank weg. Also das haben sie definitiv geändert. Das ist also ist kein Langstreckenschiff mehr. Ist auch als Mittelstrecke eigentlich auch gefleckt gewesen. Das haben sie jetzt nachgebessert. Ist jetzt ein Mittelstreckenschiff. Also man kommt immer noch recht weit. Aber man kann später, wenn es mehrere Systeme gibt, halt nicht mehr 7, 8 Sprünge machen oder so und hat immer noch genug Sprit im Tank. Das geht nicht mehr. Aber was sie vergrößert haben anscheinend, ist den Hydrogentank. Also der ist vorher wesentlich schneller, hat sich da was bewegt und da habe ich jetzt gar keine Bewegung gemerkt. Also der scheint größer zu sein. Und das ist irgendwie umgedreht. Also man kann jetzt manövrieren, bis der Arzt kommt, aber Quantumsprünge ist ein bisschen, also man muss schon ein bisschen mehr drauf achten. Also man kann nicht mehr ganz so sorglos sein, aber damit kann ich leben. Also die Reichweite ist immer noch gut.
Also man kommt definitiv, gehe ich von aus, mindestens zweimal, einmal quer durchs ganze System. Ohne zu tanken, das ist schon okay. Und da muss ich mal bei der Saver gucken. Die hatte ja eigentlich immer eine Reichweite, die war sehr, sehr niedrig. Da habe ich dann immer. Kam ich dann von mal, hatte ich dann den Quantum Drive so geändert, dass ich zumindest von Microtech nach Hörsten kam. Also mit dem Standardantrieb war nicht mal das möglich. Dass man immer. Musste man von Microtech nach Hörsten L2 fliegen oder so. Genau, der Nerv mit den Controls. Auf ein neues. So wollte ich eigentlich anfangen. Neues. Safe, Quatsch, neuer Patch, neues Glück. Herrlich. Get up. Wo ist die Anzeige? Uha. Was sagen die hier im Chat? Es geht schon los. Hat mein Freund hier im Verse gesagt, so nach dem Motto: Je größer das Schiff, desto schneller der Quantum Drive. Das haben sie geändert. Ne? Also die haben alle Quantum Drives einer Größe haben die gleiche Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit ist nach der Größe abhängig. Also das schnellste ist halt Size 4, was momentan da ist. Und dann kommt hier schon Also, I want 890 Jump. Ja, alles klar, weil das schnellste Schiff ist jetzt. Super. ich würde gerne aufstehen. Aber hier taucht nicht mal das Radialmenü auf. Hello? Is there anybody out here? Ah, schöner Mond, ne? Ne, das ist die Sonne. Ne, das ist der Mond. Muss ja der Mond sein, ist ja dunkel. Ich will aufstehen. Es ist also kombiniertes Unglück heute. Der Patch ist ziemlich schnell rausgerotzt worden, was an sich nicht so schlimm wäre, wenn nicht jetzt die CitizenCon starten würde, gerade just jetzt um 9 Uhr und war, glaube ich, ging es, glaube ich, los. Und englischer Zeit, das heißt, das geht langsam auf den Start zu. Eine halbe Stunde und dann ist es das erste Wochenende nach einem neuen Patch, was immer mittelschwer katastrophal ist. Ja. Level 100 Boss, the Law will train door. Ja, ich würde erstmal gerne bis dahin kommen. Och Mensch. Ja, 114 Average, ja. Geb an, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Nothing works. Wie gesagt, das hatte ich schon mal. Da musste ich wieder reloggen. Ich glaube, dann tun wir gleich mal. Quit Game, Quit to Desktop. Letzter Versuch. Ich will zumindestens. Einmal aufstehen, ey, und bis zur Tür kommen und weiter. Juhu. Erinnert an OpenSim zum besten Zeiten. Da musste man auch so ein fürchterlich dickes Fell haben manchmal. Da haben sie manchmal auch wieder Sim-Versionen rausgeschossen gehabt. Oh, wei, wei, wei.
Das ist hier ähnlich. Es ist nur mal Softwareentwicklung, ne? Drei Bugs gefixt, einen anderen gefixt, springen zwei von den dreien wieder aus dem Schächtelchen raus. Hallo, hier sind wir. Nee. Der hat mein Ausloggen nicht als Ausloggen gewertet, sondern als Crash. Kann den Server nicht wechseln. Auch cool. Schauen, was er so sagt hier. Na, wird fertig. Ja. Es lief ja gestern Abend schon nicht wirklich prickelnd. Das war so dieses typische erste Wochenende neuer Patch. Das war alles normal. Die Server waren liefen am unteren Ende der FPS-Range. Logins gingen okay. Ich hatte einen einzigen 30K, dann lief der Server stabil durch. Kein Crash ist gar nicht. Hat eigentlich soweit alles funktioniert. Inventar hat geladen. Vorm 30K waren schon relativ viele Terminals wieder verbuggt. Nach dem 30K liefen sie alle. Vorm 30K war die eine Richtung. Was? Main-Menü? Holy shit, was war das denn? Ah! Hahaha! Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich gehe mal nach Australien. Wobei, da ist es jetzt 21 Uhr. 22 Uhr. Komm, Versuch, mach Klo. Reicht zwar Latenz, bis der Arzt kommt, aber schauen wir mal. Aber ich glaube, die nehmen die CitizenCon als Abendunterhaltung mit. Das wird nicht viel besser sein. Eigentlich ist es immer genau andersrum. Abends ist es da ein bisschen ruhiger. Wobei seitdem die Amis immer meinen, sie müssen. Wobei, ich weiß nicht, ob sie die EU-Server noch überrennen oder ob sie wieder nach Australien. Eine Zeit lang war, oh, Australien-Server laufen so toll. Dann sind sie alle nach Australien gegangen. Hieß es ja, die laufen scheiße. Also gehen sie nach Europa, die laufen geil. Dann haben sie die Europa-Server überschwemmt. Habe ich mir dann teilweise angewöhnt, zu bestimmten Zeiten auf die US-Server zu gehen, weil es da schön ruhig war. Genau, das hat er gerade nicht gefressen gehabt. Das frisst da gerade alles nicht. Ach, drei. Ja, das muss ich auch eingeben. Klappt das auch mit der Display-Info? Ich habe aber schon einen Chart und eine Session, das ist schon mal gut. Server. Ne, Authority Identifier, der fehlt noch. BW in ist nix, BW out ist nix. Das heißt, er tritt gerade auf der Stelle. Server FPS werden auch noch nicht angezeigt. Der hat noch keine Verbindung zu irgendeinem Server. Der hat zwar schon eine Chart-ID, aber eine Antwort steht noch aus. Das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Da, dieddle-dumm. Oh.
Nee. Nee, 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 nee. Ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr bei der Citizen Con auch so heftig war. Habe ich mich da überhaupt versucht einzuloggen? Weiß ich gar nicht. Wobei, da war die Citizen Con ja auch in Amerika. Das war ja noch was anderes. Das kann ich mich gar nicht erinnern. Was ich meine, ich bin reingekommen. Da hatten sie aber auch einen Patch, der relativ gut lief, glaube ich. Was, welcher war denn das? Das war mal nicht der 320.1 oder so. Oder sogar der 320. Ich habe ja mit dem 320 angefangen. Den hatten sie, glaube ich, 2 oder 3 Tage vorher gestartet. Deswegen habe ich Port Ulysses ganz knapp verpasst. Habe ich nicht mehr kennengelernt. Das wird nicht. Aber das Wochenende ist ja sowieso zu kurz, weil gestern Nacht kam der neue Patch hier. Kann man schön mit rumspielen. Gestern Abend auch voll die Zeit vergessen. Dachte, oh, guckst mal auf die Uhr. War schon nach 0 Uhr. Ich dachte irgendwie, es wäre 22 Uhr oder so. Und tja, dumm gelaufen. Zeit verpennt. Und es ist Citizen Con. Da ist es, gibt genug zu gucken, zu machen, wenn sie denn losgeht. Ordentlich Videos gucken. Und zusätzlich noch ist der Fallout London Patch, der erste richtig große Patch rauskommt, der 1.02. Auch irgendwie mit zwischen 20 und 30 Gigabyte. Da haben sie also ordentlich gefixt. Die haben also Performance verbessert, die Meshes nachgearbeitet, das Level of Detail völlig überarbeitet. Dann haben sie Texturen teilweise erneuert, verfeinert, Ideen von Spielern aufgenommen, teilweise neuen Content rein, Quests jetzt nicht unbedingt, aber so viel Kleinkram. Also ordentlich, ordentlich nachgeliefert. Also das ist schon cool. Also wenn der Tee jetzt gar nicht will heute, gehe ich fremd. So. Erstmal gucken, ob ich aufstehen kann. I'm stuck in bed. Same here. Ach, scheiß drauf. Jungs, Mädels, die kleinen Frames sind zwar halbwegs vernünftig hier, nicht berauschend, aber sind immerhin über 20 und das sind Orsen. Also es ist gerade scheißegal, ob man in Australien, USA, Europa oder sonst wo einloggt. Es geht nichts. Da di, da da, da 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 da. Ich würde sagen, Feierabend. Das können wir dieses Wochenende knicken. Tja. Dann würde ich sagen, Tschüssikowski, ne? Bis zum nächsten Mal. Das ist echt geil. Sayonara.